Hallo zusammen und willkommen zur Skyrim Mod Series Episode 89. Heute habe ich drei Themen für euch und das erste, was ich euch zeigen will, hatte ich schon im letzten Video gezeigt. Aber ich will es hier in der Skyrim Mod Series einfügen. Und zwar diese Live-Modlist meiner Skyrim-Installation, könnte man so sagen. Und zwar ist das hier ein Google Docs-Dokument, auf das ihr alle zugreifen könnt. Wenn ihr den Link hier habt, den tue ich natürlich in die Beschreibung unten rein. Und hier bei dem Ding sieht es so aus, dass ich hier alle meine Mods aufgelistet habe, die ich in Skyrim benutze. Und wie ihr seht, habe ich hier Kategorien, ich habe die hier alle einsortiert mit Links und die Notes, die Notizen, wenn welche eben ja nötig sein sollten, weil das vielleicht hier zum Beispiel eine japanische Mod ist oder von der japanischen Seite habe ich die. Und da kann man die Beschreibung schlecht lesen. Das ganze Ding wird geupdatet und ich habe hier, wie ihr sehen könnt, also geupdatet, damit meine ich wirklich, sobald ich bei mir was ändere im Nexus Mod Manager, werde ich das auch hier ändern. Das heißt, ihr habt jede Minute so gesagt eine aktualisierte Datei von meiner Skyrim-Installation. Ich habe hier drei verschiedene Kategorien. Grün ist, dass ich die neu hinzugefügt habe. Das heißt, die sind neu, die bleiben für ein paar Tage grün, dann werden sie weiß. Die roten werden rausgelöscht aus irgendeinem Grund. Der steht dann meistens hier hinten drin. Außer, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es, glaube ich, mal ausgelassen. Aber normalerweise schreibe ich es da rein. Also auch nur, wenn ich sie nicht benutze, einfach und deswegen wieder lösche. Die bleiben dann ein paar Tage rot, dann werden die rausgenommen, die Einträge. Und jetzt gibt es noch Grau, das habe ich neu hinzugefügt, heute erst oder gestern Abend oder so. Das sind Sachen, die ich momentan deaktiviert habe, weil sie zum Beispiel Probleme verursacht haben oder weil ich sie gerade nicht benutze oder noch nicht löschen will oder so. Und hier habe ich jetzt noch was eingefügt, mein Spielzustandsstatus, wie sagt man dazu? Lebensstatus hört sich hier nicht so doll an. Auf jeden Fall schreibe ich hier rein, was momentan mit meinem Game nicht so gut abgeht, welche Mod ich zum Beispiel deaktiviert habe, weil zum Beispiel Solitude Docks District hat bei mir mit irgendeiner anderen Mod Probleme verursacht. Deswegen habe ich Solitude Docks District deaktiviert, obwohl sie in meiner vorherigen Installation keine Probleme bereitet hatte. Ja, deswegen schreibe ich das hier alles rein. Wieso, weshalb, warum? Und damit seid ihr immer auf dem Laufenden. Sollten eigentlich keine Fragen mehr aufkommen. Hier oben ist natürlich auch meine ANB, die ich gerade benutze. Welche Version und so weiter und so fort. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon eine Menge geändert. Übrigens, hier habe ich mir, das könnt ihr vielleicht auch so machen, wenn ihr wollt. Also falls es euch interessiert. Könnt ihr, ich habe das so gemacht, ich habe die je nach Kategorie natürlich eingeteilt. Und den habe ich alle Zahlen gegeben und die habe ich jetzt durchnummeriert. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel sage, okay, oh, More Snow ist scheiße, dann muss ich hier nicht irgendwie suchen, sondern ich gehe einfach zu 12, More Snow und da haben wir es. Genauso, wenn ich hier sage, Better Sorting, dann muss ich hier nicht alles durchsuchen nach Better Sorting, sondern ich gehe hier nach 10, Better Sorting und, ja, Boiler. Also ganz easy eigentlich. Und es ist ehrlich gesagt auch ganz komfortabel. Das ganze Ding werde ich noch speichern. Ich habe hier ein Revision History. Da kann ich alle Änderungen nachverfolgen. Das könnt ihr allerdings leider nicht machen. Deswegen werde ich hier das Ding als Download, als PDF downloaden. Und beste, wenn ihr es selber machen wollt, am besten von A nach D selektieren und dann noch die PDF-Dokument Selection könnt ihr so lassen, bla, die drei, so habe ich mein Setup hier, lade ich das Ding runter und schwuppdiwupps, schöne Liste, also denke ich sehr praktisch das Ganze. Ja, so viel hierzu. Das zweite Thema ist ENB Manager and Changer. Das ist ein kleines Tool, das ich die ganze Zeit verwende. Also natürlich nicht am laufenden Band, aber immer wieder und generell. Das hier ist sehr praktisch. Mit diesem Tool könnt ihr eure ENBs ganz einfach ändern. Und zwar blitzschnell.
Das heißt, wenn ihr verschiedene ENB Series Versionen benutzt oder verschiedene ENB Varianten wie Vibrant und Be Real und was weiß ich, irgendwas anderes, könnt ihr hiervon profitieren. Und zwar könnt ihr ganz einfach das Ding downloaden. Schwupp, ist ein JAR-File und ihr braucht natürlich ein ENB. Ich nehme hier Vibrant. Und nachdem ihr das da gedownloadet habt, habt ihr eine JAR-Datei, die könnt ihr doppelklicken und dann erstellt sie eine ENB-Configs und eine ENB-Versions Folder. Nein, Ordner. So, einen Ordner. Und dann könnt ihr das Ding einfach ausführen. Dup, dup, dup. Ich habe hier eben schon ein Beispiel in Englisch gemacht. Das lösche ich gerade nochmal. Yep. Und die 1 und 2 lösche ich. So. Und das Ganze, ich hoffe, der Soundtrack ist nicht zu laut. Sieht dann so aus, dass ihr hier, also erstmal generell, zeige ich das aus. Wenn ihr die Disable ENB auswählt und auf Activate drückt, hier müsst ihr sicher sein, dass das der richtige Pfad zu eurem Spiel ist. Activate. Könnt ihr hier sehen. Schwupp, Dateien verschwinden. Wer das, oh mein Gott. Gerade zu viel Englisch gelangweilt. Die Config von dem ENB, das gerade installiert war, wird halt rausgelöscht. Und wenn ihr was anderes installiert, Activate, dann wird es einfach schwuppdiwupp geändert. Wenn ihr jetzt zu einem anderen changed, zu einem anderen ENB wechselt, dann sieht es so aus, dass im Background gibt es verschiedene Ordner mit all den Dateien drin und werden einfach von ENB Vibrant werden die rausgelöscht und von Vireal ENB werden die Dateien reinkopiert. Also sehr einfach, sehr praktisch. So, wie machen wir jetzt mal eine eigene Config? New Vibrant, upsala, Vibrant ENB, jetzt muss ich Low Quality No Shader. Version, die ich zum Beispiel noch nicht habe. Und jetzt ist das hier eine eigene Config und da muss ich jetzt Dateien hinzufügen. So, auf dem Desktop habe ich meinen Ordner, der Vibrant ENB. Jetzt wollte ich No Shader haben. Und ihr müsst euch jetzt so vorstellen, ihr kopiert für eine ENB einen Haufen Zeug in den Skyrim Ordner rein. Und ihr macht das gleiche jetzt hier in diesem kleinen Files Fenster unterwegs seid. Also, das hier, upsala, heißt eigentlich das Skyrim Data Folder. Das hatte ich geändert. So, also das hat eben nichts damit zu tun. Das Skyrim Main Folder. Checkt jetzt alles, was ihr braucht. Hier haben wir die E39, die SMA, Effect, FX, bla bla bla. Also hiervon brauchen wir alles. Adden wir, ENB Palette. Checken wir OK, können wir umbenennen, wen wir wollen. Vibrant ENB hat zum Beispiel keine verschiedenen Paletten, aber es gibt andere, ich glaube Superb hatte zum Beispiel 4 verschiedene, von denen man auswählen konnte. Das ändert im Spiel die Farben, die, wie soll man sagen, nicht die Sättigung. Naja, das hat ja auch gar nichts damit zu tun jetzt. Auf jeden Fall wollte ich jetzt die Low-Quality-Version installieren, das heißt, ich muss eine andere ENB-Serie verwenden. Das heißt, ich lösche die inne hier, löschen und ich habe schon zu viel gelabert heute. Performance, oh, das war falsch. Ah, was mache ich nur? Mein Gott. Performance Options und hier die High Performance Version wollte ich haben, ENB-Series.ini adden. Okay. Jetzt hat Vibrant ENB noch Ordner, die eigentlich hinzugefügt wollen. Die wollen wir natürlich nicht manuell installieren. Das wäre dann irgendwie ein bisschen witzlos. Und das hier ist das hier, To Skyrim Data Folder. Und die Sachen hier kommen also da rein. Das heißt, das ganze Zeug kommt hier rein. Das heißt, wenn wir hier den Data-Ordner hinzufügen mit den Texturen, wird er hierin integriert. Was natürlich sehr praktisch für uns wäre. Also gehen wir hier hin und die Sachen, die in den Data Folder sollen, nennen wir einfach den Ordner Data. Und jetzt, wenn wir das hier adden, schwuppdiwupp, sind hier Texturen drin und der Rest. Das heißt, dass dieser Ordner, wenn wir jetzt das Ding installieren, hier rein platziert wird. Da hier schon einer ist, wird der da rein integriert und hier dann werden die Texturen integriert. Also sehr praktisch. So viel dazu. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine fertige Config, Vibrant ENB, Low Quality, No Shader. Jetzt wollen wir noch eine andere ENB-Version.
da können wir einen hinzufügen. Gehen wir auf den Desktop. Und hier habe ich eine alte geladen, Tatsudoshi 102. Jetzt brauchen wir hier alle Dateien, die wir eigentlich verwenden würden, auch die inbseries.ini. Und klicken auf Add. Und die Version, wie habe ich die Dinger benannt? Ah ja, genau. 0.102. Ich kann auch Tatsudoshi dran schreiben, aber ist okay so. Okay. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Ich wähle das Ding hier aus und ich wähle die 102 aus und ich drücke auf Activate. Und jetzt wird die Config hier mit der MB-Version 102 hier installiert. Was natürlich sehr super ist, genauso wie wir es haben wollten. Wenn ich jetzt die 113 installieren wollte, mache ich einfach so. Schwuppdiwupp, da werden alle Dateien halt ersetzt von der ENB. Und wenn ich jetzt Vibrant ENB Shader HQ machen will, dann benutze ich das Test Setup oder wenn ich mit 119 Activate, wenn ich die DL installieren will, Activate. Also ihr könnt schon sehen, sobald das hier einmal drin ist, ist es super einfach alles zu ändern. Und einfach überaus praktisch. Hier im ENB Manager könnt ihr sehen in Configs, wie hier die Dateien angeordnet sind. Das ist genauso wie wenn ihr eben alles manuell installieren würdet. So, sehr praktisch hierzu. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit eurem ENB-Krams gerne rumspielt. Und jetzt kommen wir zum letzten Topic.